Die Faszination der Radiologie. Ein Podcast von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler. Liebe Zuhörer, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben ja vor ungefähr anderthalb Jahren schon einmal einen Podcast aufgenommen zum Thema Teleradiographie. Und aufgrund der Zugriffszahlen sehen wir, dass das einer der beliebtesten Podcasts ist, den wir bis jetzt aufgezeichnet haben. Und die Zeit ist nicht stillgestanden in der Zwischenzeit. Weitere Hersteller haben sich der Sache angenommen. Philips, GE und so weiter und auch Free-Firmen bieten mittlerweile Lösungen zum Remote-Scanning an. Dorina hat ganz aktuell vor kurzem eine Facebook-Seite zu diesem Thema gestartet. Innerhalb einer Stunde waren knapp 200 interessierte Mitglieder dabei. Heute, zweiter, dritter Tag, nachdem sie begonnen hat, stehen wir bei 450 Mitgliedern. Also das heißt, das Thema Remote-Scanning ist zurzeit sehr aktuell. Die Leute stellen ganz spezifische Fragen schon, wie kann ich da mitarbeiten, wo werde ich geschult, was kann ich verdienen, was muss ich an Wissen mitbringen. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, heute praktisch Teleremote-Scanning 2.0 zu starten. Dorina, wen hast du denn, du warst es ja, die diesen Gast gebracht hat, wen hast du denn heute für uns eingeladen? Ja, hallo Stefan, hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, dass wir wieder online sind und dass wir einen ganz besonderen Gast bei uns haben, und zwar den Herrn André Gladon, einen Gründer einer solchen Remote-Firma, der uns selbst gleich was über sich und über diese Gründung und über diese Firma erzählt. Ein, wie du schon sagst, ganz aktuelles Thema. Ein Thema, woran im Grunde genommen niemand mehr dran vorbeikommt, weder in den Praxen noch in den Krankenhäusern oder in den MTRs. Also ich sage immer, man kann sich eine ganze Weile davor sperren, im Remote zu arbeiten. Man kann wegsehen und sagen, das interessiert mich nicht, aber dann fährt dieser Zug bedauerlicherweise ohne diese Leute ab und dann läuft man hinterher. Und wenn der Zug abgefahren ist, muss man relativ schnell laufen, um wieder aufzuspringen. André, ich freue mich, dass du da bist. Erzähl erstmal bitte ganz kurz, was hast du bisher gemacht? Du bist ja kein unbeschriebenes Blatt in dem Bereich Radiologie und im Bereich Firmengründung. Ich würde gerne ganz kurz, dass du dich selbst vorstellst, dass du sagst, wer du bist, wo du herkommst, und dann reden wir über die phänomenale Idee, eine Remote-Firma zu gründen. Ja, super, Dorina und Stefan, ganz herzlichen Dank. Also ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch sein darf. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich würde mich betiteln als tatsächlich Seriengründer. Das heißt, ich habe schon verschiedenste Firmen gegründet und gründe die auch mit Leidenschaft. Und meistens immer im Gesundheitswesen, also im Health-Tech oder Digital-Health-Bereich. Und hatte da eben viele Berührungspunkte eben schon mit der bildgebenden Diagnostik. Jetzt haben wir eben ein ganz neues Thema und ein Unternehmen gegründet, was RoClub heißt und wo es um das Thema Teleoperations geht oder Fernsteuerung eben von medizintechnischen Geräten. Ein aktuelles Thema, ein Thema, was sicherlich auch du in der kurzen Zeit, in der es die Firma jetzt aktuell online bekannt auf dem Markt gibt, sehr präsent ist, ist die Anfrage. Wie hoch ist die Anfrage? Nimmt sie zu? Stagniert sie? Wo siehst du das zum Beispiel in 2, 3 Jahren? Also, erstmal ist das ganz spannende Thema ist tatsächlich vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt. Wir haben eine große Marktstudie gemacht und haben mal geguckt, ist das ein regionales Phänomen? Also geht es hier nur um Deutschland oder die Schweiz, wo es so einen Mangel an medizintechnischem Personal gibt? Und wir haben eben festgestellt durch die Marktstudie, das ist ein globales Phänomen. Mit ganz wenigen Ausnahmen weltweit ist das tatsächlich ein globales Phänomen. Und das Ganze, das macht auch keinen Halt in der bildgebenden Diagnostik, sondern überall da, wo du medizintechnisches Personal hast, die Geräte betreiben, sei es jetzt im Labor, sei es in der Nuklearmedizin, sei es im Kardiologiebereich. In ganz, ganz vielen Bereichen gibt es genau die gleichen Anforderungen. Und das hat uns dazu bewogen, dass wir zum einen eben gesehen haben im Markt, überall in den verschiedensten Branchen ist das Thema hybrides Arbeiten eigentlich ein gang und gäbe Thema. Also das ist heute Standard.
aber so nicht im Gesundheitswesen. Und da haben wir gesagt, pass auf, das muss anders gehen. Und es muss auch möglich sein, hybride Arbeitsplätze, das heißt Arbeitsplätze, von denen man mal von zu Hause oder von einem anderen Ort aus arbeiten kann, mal von vor Ort. Das muss auch im Gesundheitswesen möglich sein. Und dann haben wir gesagt, ja, da ist das Thema medizintechnisches Personal oder Experten, das ist ein prädestiniertes Thema genau für solche hybriden Arbeitsplätze. Und so kamen wir auf das Thema eben der Fernsteuerungslösung. Und wenn du mich nachfragst nach dem Bedarf oder wie da die Nachfrage ist, ich kann sagen, die ist wirklich gigantisch groß. Und zwar von beiden Seiten, von denjenigen, die Geräte betreiben, das heißt Krankenhäuser, ambulante Zentren, Forschungseinrichtungen, die ihre Geräte gerne betrieben haben wollen und nicht die Geräte stillstehen haben wollen. Dort ist das Interesse enorm groß, aber genauso groß ist das Interesse auch auf der MTR-Seite von denjenigen, die sagen: Mensch, ich möchte tatsächlich mal in diese hybride Arbeitswelt einsteigen. Ich habe viel Erfahrung im Scannen, egal für welche Modalität, und würde das gerne eben auch von der Ferne aus machen und dann eben auch für multiple Kunden. Ne? Ja, deshalb würde ich sagen, sind wir genau zur richtigen Zeit, genau an der richtigen Stelle. Ah, du sprichst es an, der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, ein ganz großes Problem in der radiologischen Diagnostik oder allgemeinen Medizin ist die vergangene Pandemie. Gerade der medizinische Bereich war mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, benachteiligt, was das Homeoffice angeht, aber wir hatten halt nicht so viele Alternativen von zu Hause, die Patienten zu betreuen oder uns da, wie andere, die eventuell im Büro arbeiten, eine Zeit lang von zu Hause zu arbeiten und diese hybride Technik auch zu nutzen, also trotzdem Geld zu verdienen und zu Hause zu sitzen. Und ich glaube, dass das ein großes Thema ist, gerade auch bei den MTRs, dass die durch die Pandemie, ich will jetzt nicht sagen geschädigt sind, aber doch schon so in dem Gedanken sind, ich hätte da mal Bock drauf, auch einfach mal von zu Hause was zu machen. Und es ist ja im Grunde genommen so, man ist ja wie als wenn man zu Hause vor dem Scanner sitzt. Man hat ja die Oberfläche 1:1 und scannt seinen Patienten, man sieht den Patienten, man kommuniziert mit den Kollegen vor Ort und macht seine Untersuchungen. Gleichzeitig kenne ich viele Kollegen, die da so ein bisschen Angst haben, was das Thema angeht. Wie würdest du das sehen? Ersetzt sowas die MTR in Zukunft? Wird unser Job anders? Das ist klar. Aber wie ist das mit den Leuten vor Ort? Die Arbeit am Patienten, die Kommunikation, der Wissenstransfer ist ja doch ein anderer, wenn man zu Hause sitzt und die Untersuchungen fährt. Wer macht das dann vor Ort? Ja, also ich glaube, das muss man differenzieren. Das ist ja eine sehr vielschichtige Frage. Und ich glaube, die generelle Antwort ist ganz klar: Nein, da geht es nicht darum, MTRs zu ersetzen, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich Werkzeuge an die Hand zu geben, um diesen Beruf eben attraktiver, spannender wieder zu machen, weil eben erhöhte Flexibilität, weil unterschiedliche Lebensmodelle eben denkbar sind. Ich hatte unzähligste Gespräche mit MTRs, wo es darum geht, dass sie gerne mal zum Beispiel ausgebildet worden sind in Deutschland oder in der Schweiz oder in Frankreich und gerne im Ausland mal eine Zeit lang verbringen wollen, aber trotzdem eben noch arbeiten wollen und für den Arbeitsmarkt eben nicht verloren gehen. Ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, sie würden gerne eine eigene MTR-Gesellschaft gründen, mit verschiedenen MTRs gemeinsam und Dienstleistungen anbieten. Das heißt also, da entstehen völlig neue Modelle der Zusammenarbeit, neue Modelle, wie man seinen Beruf eben ausführen kann. Und ich glaube, jeder muss für sich selber entscheiden, wo er seinen Schwerpunkt legt. Ob er seinen Schwerpunkt eher daran legt, dass er sehr patientennah arbeitet, oder sein Schwerpunkt liegt, er möchte einen Mix aus beiden Welten haben, am Patienten, aber auch mal eben von der Ferne. Oder es gibt auch diejenigen, die sagen, sie sind extrem technisch affin und möchten eben zukünftig nur noch aus der Ferne arbeiten. Ich glaube, da wird sich das Profil auch schärfen in die unterschiedlichen Präferenzen. Und es wird alle sozusagen Abstufungen geben und alle Abstufungen werden auch wichtig sein für diese Durchführung. Diese Qualifikationen, welche Qualifikationen benötigt man, um als Remote MTR zu arbeiten? Also grundsätzlich ist es erstmal so, jeder, der erstmal eine Ausbildung als MTR hat, der hat erstmal auch die Möglichkeiten und Fähigkeiten, das Ganze von der Ferne aus zu machen. Interessanterweise sind die Anfragen, die vielen, vielen Anfragen, die wir haben, eher von den MTRs, die sehr viel Erfahrung haben, also die schon eine lange Trajektorie hinter sich haben und sagen, ich bin mit allen Wassern gewaschen, ich kenne mich in allen möglichen Geräten aus,
Und ich kann eigentlich alles aus dem FF. Und das sind welche, die ein enorm hohes Interesse haben, direkt dort einzusteigen. Und da ist das auch sozusagen ein ganz einfaches. Natürlich wird man in das Tool eben eingewiesen. Das erfolgt eben auch durch hochspezialisierte MTRs auf unserer Seite, die dann auf Augenhöhe eben das Onboarding von denjenigen machen, die eben Interesse haben und von der Ferne eben auch aus scannen wollen. Genau. Aber auch für die jüngeren Kollegen, die eben neu in den Beruf einsteigen. Ich sage immer wieder, dass dieses Tool für die Fernsteuerung oder für die Möglichkeit, sich auf ein Gerät draufzuschalten, das hat ja nicht nur Einsatzzwecke im Remote Scanning, dass man sagt, man führt wirklich eine Untersuchung von der Ferne aus durch. Das wird auch ganz neue Möglichkeiten in der Weiterbildung und im Education-Bereich ermöglichen, ne? Sodass man eben live bei gewissen Sessions mit dabei sein kann. Ich muss eben nicht mehr reisen um den Globus oder innerhalb eines Landes, um mir andere Oberflächen anzueignen oder eben Spezialthemen mir anzulernen, sondern ich kann mich einfach virtuell auf Sessions zukünftig auch draufschalten, wo Experten mir an einem Live-Scan sozusagen erläutern, wie gewisse Sachen eben funktionieren. Das heißt, es wird auch die Weiterbildung komplett revolutionieren und verändern. André, du hast jetzt gerade gesagt, ja, das ist sehr einfach und man wird da dieses Onboarding und so weiter. In einem Vorgespräch hast du ja uns erzählt, dass ihr einen anderen Weg der Einbindung von diesen Geräten gegangen seid. Also es ist jetzt nicht ein hochkomplizierter technischer Aufbau. Man braucht nicht vor Ort sehr lang mit der IT herum fachsimpeln, was machbar ist und wie es machbar ist und so weiter, sondern ihr habt eine, ich sage jetzt einmal, eine sehr einfache, wie jetzt nicht sagen, idiotensichere, aber eine sehr unkomplizierte Lösung gefunden. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Wie funktioniert das jetzt auf der Seite des Gerätebetreibers? Was braucht der? Ja, Stefan, ganz, ganz lieben Dank. Eine der ganz wesentlichen Elemente, warum wir gesagt haben, oder die Rahmenbedingungen, warum wir RoClub gegründet haben, das musste mehrere Sachen sozusagen beherzigen. Das eine, es muss möglich sein, dass es Multivendor funktioniert. Das heißt, es ist egal, ob ich Siemens, Philips, GE-Geräte, Canon-Geräte oder irgendwelche anderen Hersteller habe, das muss funktionieren. Das zweite ist, war ganz wichtig, es muss für unterschiedlichste Geräte funktionieren. MRT, CT, zukünftig aber noch viele, viele weitere Geräte. Und drittens, es muss so einfach sein, dass man eben kein vorgelagertes IT-Projekt machen muss, was über viele Monate funktioniert, damit man überhaupt erstmal Geräte einbinden kann. Das heißt, umgekehrt, es muss eine Lösung sein, die Plug-and-Play funktioniert und die sofort sozusagen mir den Zugriff eben erlaubt. Und das waren so die Eckpfeiler für unsere Unternehmensgründung. Und was wir gemacht haben, wir haben eben einen sogenannten RoClub Connector gebaut. Der ist ungefähr so groß wie ein iPhone, einfach um so eine Größenordnung von sich vorzustellen. Und dieses Gerät, das ist tatsächlich, das kommt, wird in einer Kiste, in einer kleinen Box geliefert, hat einen Barcode unten drauf und das kann ich selber in wenigen Minuten bei mir auch installieren. Und zwar Plug and Play. Ich brauche dazu auf der Gerätebetreiberseite keine Serverinfrastruktur, die ich irgendwie vorhalten muss, die ich warten muss. Ich brauche keine VPN-Zugänge durchzustechen, was ja auch immer mit einer unglaublichen Inflexibilität verbunden ist, plus eben auch eine Sicherheitsthematik einhergeht. Unsere Lösung ist eben, wie gesagt, komplett Plug and Play, ohne diese ganzen Themen, was natürlich auch zu erheblichen Kostenvorteilen führt, weil wir eben dieses ganze vorgelagerte Thema, was heute ein Riesenthema und Riesenherausforderung ist für die bestehenden Lösungen, warum die auch sozusagen so schleppend nur sozusagen nach vorne kommen, weil die Komplexität so hoch ist. Und das macht unser Produkt eben komplett anders, weil es einfach ist. Und auf der Seite des Remotes, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, ist die Technologie so, dass sie eben komplett browserbasiert ist. Das heißt, ich brauche, um mich von der Ferne draufzuschalten, keine spezielle Hardware, ich brauche keine Software, die ich mir runterlade. Solange ich Internetzugriff habe, und eine Google-Seite sozusagen, aufrufen kann, kann ich auch in die RoClub-App reingehen und mich dann, mit einer Multifaktor-Authentifizierung, auf die Geräte eben draufschalten. Und das macht es eben so flexibel und so eben, multifunktional im Einsatz.
Also das ist doch ein deutlicher Unterschied zu dem, was also bis jetzt von den Herstellern angeboten wird, ne? Weil da werden ja diverse Kameras installiert und du brauchst halt verschiedene, was weiß ich, PCs zu Hause, brauchst da schon zwei, drei und so weiter. Was mich interessiert, was für mich schon interessant ist, ich habe selber auch schon remote gearbeitet, ich sehe natürlich auch gerne das dortige Riss, um zu wissen, war der Patient schon mal da, wie schaut die Geschichte aus? Kann man das auch irgendwie mit abgreifen, dass ich da einen Blick drauf werfen kann? Wie schaut die Zuweisung aus? Wie schauen die Laborwerte aus? Ich weiß, das kann alles vor Ort geklärt werden, aber ehrlich gesagt, ich bin schon ein Mensch, das ist mein Patient, da würde ich das ganz gerne irgendwie selber auch gesehen haben. Ja, Stefan, und da kann ich direkt sagen, ja, das ist auch natürlich möglich. Warum ist das möglich? Das liegt wieder an dem generischen Ansatz unserer Lösung. Denn du musst dir vorstellen, dieses iPhone oder iPhone-ähnliche Gerät, was wir haben, das repliziert im Prinzip den User-Interface, den du vor dir hast, also die Konsole. Wenn das kann, dann kann es auch jeden anderen Monitor replizieren. Das heißt, und mit einer Maus und eine zweite Maus und Tastatur emulieren. Das heißt, du könntest theoretisch dieses Gerät nicht nur an das MR und das CT hängen, beziehungsweise an dessen Konsolen, an dem Videostream, sondern du könntest das genauso an den Riss oder an den PAX-Monitor auch hängen. Und dann könntest du auch genau diese Themen auch von zu Hause oder von irgendeiner Stelle der Welt eben aus sehen. Das heißt also, wir machen da jetzt nicht an der Modalitätengrenze Schluss, sondern du könntest auch alles andere dort mit einklinken, was du denn bräuchtest. Aber das wird von Kunden ganz unterschiedlich eben eingesetzt und die Möglichkeiten sind da eben sehr multiple. Also wenn ich will, kann ich mir wirklich den kompletten Arbeitsplatz von dort vor Ort zu Hause spiegeln. Das ist korrekt. Ah, tolle Lösung. Ja. Wie ist das datenschutzrechtlich? Also man hat ja nicht nur seine festen Mitarbeiter, sondern man hat unter Umständen Honorar-Remote-MTR, die von irgendwo auf der Welt sitzen und sich mit einem Laptop prinzipiell von jedem rein theoretisch verfügbaren WLAN oder guter Internetverbindung auf den entsprechenden Rechner zuschalten kann. Du hast ja erstens schon gesagt, das ist eine Multi-Authentifizierung. Wie läuft das datenschutzrechtlich, wenn ich jetzt als Remote MTR arbeiten muss? Kann mir datenschutzrechtlich was passieren? Ja, also das ist auch wieder eine vielschichtige oder eine Frage, die zu vielschichtigen Antworten führt. Es gibt ganz, ganz viele Elemente, die eben eingebaut sind in der Technologie, um das Ganze eben sicherzustellen, dass es komplett datenschutzkonform ist. Vorweggenommen, komplett natürlich datenschutzkonform, DSGVO konform mit allem, was eben dazu gehört. Was sind so einzelne Elemente, die da dazu führen? Das eine ist, dass die Kommunikation, also der Zugriff auf die Konsole, aber auch die Videokonferenz, die parallel dann auch mitläuft, die ist erstmal komplett end-to-end verschlüsselt. Das heißt also, da kann keiner zwischendrin rein, das ist wirklich end-to-end verschlüsselt. Das ist das eine. Das zweite ist, es kann sich auf die Konsole vor Ort oder auf das Gerät niemand draufschalten, wenn du vor Ort nicht die Genehmigung erhältst von demjenigen, der an dem Gerät sitzt. Das heißt, es ist nicht möglich, sich auf ein Gerät draufzuschalten, wo man nicht die Genehmigung bekommt, sich draufzuschalten. Und drittens ist dieses Thema Multifaktor-Authentifizierung, dass du eben ähnlich wie im Banking-Umfeld, dass du dich eben mit der höchsten Sicherheitsstufe dann eben überhaupt erstmal authentifizieren musst und eben draufschalten musst. Das ist jetzt nur ein paar erwähnt. Die anderen Themen sind natürlich dann datenschutzrechtlich eben abgebildet. Wenn du die App nutzt, dann stimmst du eben auch den Datenschutzrichtlinien dann zu und so ist alles von A bis Z eben durchgeklingelt, was das Thema Datenschutz angeht. Das heißt, es wäre oder ist rechtlich möglich, dass ich in Spanien, in Andalusien meinen Frühling verbringe und mich in Deutschland auf ein Gerät, auf eine Maschine aufschalte und dort arbeite. Also grenzübergreifend ist das in der Art möglich. Also, man muss das auch wieder ein bisschen abschlichten oder sozusagen auch wieder differenzierter betrachten. Du musst immer von ausgehen von dem Thema, wo hat jemand seine Qualifikation erworben oder welche Qualifikation habe ich? Es gibt natürlich Kandidaten und mit denen habe ich auch schon vielfältig gesprochen,
die eben beispielsweise in Frankreich ausgebildet worden sind, in Deutschland und in der Schweiz schon mal gearbeitet haben und dort eben die Genehmigung haben, auch zu arbeiten. Diese Kandidaten könnten theoretisch dann in der Schwe in Spanien sitzen und für Frankreich, Deutschland oder der Schweiz eben tätig werden, weil sie die Genehmigung haben und die Erlaubnisse haben und Zertifikate haben, in diesen Ländern eben tätig zu werden. Und dann spielt der Aufenthaltsort, wo du bist, spielt dann tatsächlich dann eben keine Rolle mehr. Ich habe das nämlich jetzt deswegen so bewusst gefragt, weil ich finde das nämlich sehr interessant. Da wird schon geschaut, ob diese Kolleginnen und Kollegen eine Zulassung für Deutschland haben, wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, ja. Aber ein Fremdbefunden in einem anderen Land, ja, das geht. Also ich kann heute teleradiologisch die Grenzen überschreiten und dort befunden lassen. Und da gehe ich auch nicht her und sage, lieber Radiologe, Radiologin, hast du eine Zulassung für Deutschland? Also ich finde Naja, das. das ist ein bisschen, Stefan, das muss man tatsächlich ein bisschen differenzierter betrachten. Das ist im Radiologenbereich auch sehr ähnlich. Du kannst in Deutschland auch nicht einfach einen Befund, jetzt mal ins Extrem, in Indien befunden lassen. Das geht nicht in Deutschland. Das ist auch nicht erlaubt. Man kann sicherlich, was man sicherlich machen kann, ist konsiliarisch. Das heißt, wenn ich nochmal einen Zweitbefund haben will, den ich mir explizit als Patient eben dann selber beschaffe oder zwischen den Ärzten. Das ist anders. Aber der Primärbefund muss schon von jemandem sein, der sozusagen erstmal die Qualifikationen hat oder die Erlaubnis in Deutschland zu hat. Man muss das betrachten. Jedes Land auf der Welt ist etwas anders gestrickt. Da ist sicherlich, gehört Deutschland sicherlich zu einem der restriktivsten Nationen. Und dann gibt es alle möglichen Abstufungen. Grundsätzlich ist es erstmal so, innerhalb eines Landes ist es eigentlich in jedem Land der Welt völlig unproblematisch. Das heißt, da kann ich mich aufhalten, wo ich will. In anderen Ländern ist beispielsweise die Anerkennung von einem Zeugnis sehr einfach. Also innerhalb der EU ist es auch deutlich einfacher, als wenn ich jetzt außerhalb der EU dann komme und mir eine Genehmigung mache. Diese Grenzen, die werden immer weiter auch verschmelzen und verschwimmen. Weil eben der Fachkräftemangel ja eben so enorm hoch ist. Nichtsdestotrotz ist es ja auch ganz wichtig zu erwähnen, dieses System, das soll jetzt keine Qualitätsthemen untergraben oder sagen, wir wollen irgendwie Qualitätsstandards untergraben. Ganz im Gegenteil, sondern wir wollen sicherstellen, dass man mit höchster Qualität eben in der Lage ist, zu jeder Zeit an jedem Ort die beste Expertise vorhalten zu können und darauf zu vertrauen als Patient, dass man eben die Untersuchung bekommt, die man auch bekommen will oder die man bekommen kann, weil ihr kennt es selber sicherlich zuhauf, dass es nicht nur ein Thema von irgendwelchen abgelegenen Orten ist, sondern in prominentesten Städten, dass Untersuchungen nicht durchgeführt werden oder nur verspätet durchgeführt werden oder manchmal auch nicht mit uns oder mit unzureichender Qualität durchgeführt werden, weil es eben so einen Mangel an medizintechnischem Personal gibt. Und das möchten wir eben lösen mit diesem Thema. Und da bin ich mir sicher, dass wir da eher zur Qualität beitragen, als eine Qualitätsherausforderung eben darstellen. Also ich würde ganz klar unterstreichen, das wird eher zu einer Verbesserung der Qualität führen, das Ganze. Jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, dass diese Lösung sowohl fürs MR als auch fürs CT möglich ist, beziehungsweise rein theoretisch für alle medizinischen Geräte, die man bedienen kann, also rein theoretisch auch oder praktisch für Nuklearmedizin, wenn man an den Rechnern sitzt und die Untersuchungen durchführt, oder aber auch Ultraschall rein theoretisch. Der Ultraschall wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig wegen dem Ultraschallkopf. Kommen wir mal auf Ja, das CT zu. ja, Ultraschall also geht auch. Ultraschall ist auch ein total spannender Ansatzzweck. Das müssen wir heute nicht streifen, aber ist aus vielen Gründen auch ein ganz interessanter Einsatzzweck. Ich glaube immer, es ist ganz wichtig, Dorina, du musst dir jede Modalität im Detail angucken, weil jede Modalität hat so seine gewissen regulativen Grenzen auch. Und da muss man eben gucken, genau, wie geht man denn mit dem Strahlenschutzthema um, wie geht man Ja. Nuklearmedizin mit den Radionukliden um, etc. Aber es wird immer Bereiche geben, die man zumindest, wenn man den Scan nicht komplett durchführt, aber sozusagen vorbereitende Tätigkeiten machen kann, remote sich von mal draufschauen kann, wegen Thema Qualitätssicherung oder Schulungsaspekte. Das heißt also, diese Palette an Möglichkeiten, die man machen kann, die ist halt so unglaublich vielfältig. Und das muss man halt durchdeklinieren bei jedem einzelnen medizintechnischen Gerät, wo man sagen, wo sind die idealen Einsatzzwecke, was ist rechtlich möglich? Und dann guckt man da, was man davon eben letztendlich umsetzen kann. Aber eins ist Fakt,
dadurch, dass der Fachkräftemangel auch so hoch ist und diese Technologien auch immer besser werden, wird es dazu führen, dass immer mehr in diesem Bereich eben auch möglich sein wird. Ich meine, wir stehen jetzt ja noch ganz am Anfang und man sieht ja, wie steil und exponentiell die Kurve jetzt gerade steigt, was das Thema Nachfrage angeht oder ja, Einsatz von solchen Lösungen. Sie hören die Faszination der Radiologie. Aktuelle Themen und Personen vorgestellt von Dorina Petersen und Stefan Geiswichler. Ja, also ich bin da voll bei dir. Also ich bin auch ein Fan dieser Lösung. Es stellen sich natürlich immer die gleichen Fragen. Ich kenne ganz viele, die unheimlich gerne Remote im CT machen würden. CT ist natürlich rechtlich schon wieder eine ganz schwierige Situation bezüglich des Strahlenschutzgesetzes, des MTR-Gesetzes, was zu Recht es eigentlich gibt. Also wir haben ja unsere Ausbildung nicht umsonst 3,5 Jahre gemacht und die Kollegen, die fachfremden Kollegen, die wir in unserem Beruf benötigen, die an den Geräten sitzen, haben halt diese Ausbildung nicht gemacht und dürfen deshalb auch keine ionisierende Strahlung am Patienten anwenden. Das ist ja im MR nicht der Fall. Im MR dürfen die Kollegen dies im CT zum Beispiel nicht, Nuklearmedizin etc. Gibt es da eventuell in Zukunft eine Lösung, dass man sagen kann, man darf remote als MTR am CT arbeiten oder wird es vorläufig erstmal soweit sein, dass wir hauptsächlich Supporting machen? Sprich zum Beispiel junge Kollegen, die mit den Diensten anfangen, dass man dort von extern unterstützt oder dass man irgendwann tatsächlich mit einer MFA vor Ort arbeiten darf und einem fachkundigen Arzt und die MTR darf die CTs untersuchen, fahren und auslösen. Ja, genau. Ja, danke für die Frage, Dorina. Also grundsätzlich die ganzen Support-Themen, die sind natürlich möglich. Und da gibt es ganz, ganz viele Support-Themen. Ich nenne das jetzt mal Support-Themen. Das ist wirklich von A bis Z gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite. Die brauchen wir jetzt gar nicht besprechen. Aber dann ist ja die Frage nach dem Remote Scanning tatsächlich. Da ist es tatsächlich so, was ist uns wichtig? Uns ist es immer wichtig auch, dass wir immer auch in den ganzen Ländern, wo wir unterwegs sind, immer uns auch Rechtsgutachten einholen und genau eben gucken, was medizinrechtlich möglich ist. Also wo sind die Grenzen dessen, was man eben machen kann? Und eins können wir eben nur sagen, dass in den Ländern, wo wir immer unterwegs sind, wir uns diese Rechtsgutachten auch erstellen lassen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir eben Möglichkeiten haben, wie diese Untersuchungen auch von der Ferne aus durchgeführt werden können. Das geht dann schon sehr tief ins Detail und das ist auch ein wirkliches Spezialwissen, was wir eben auch aufgebaut haben im Rahmen unseres Unternehmens. Und ja, für all diejenigen Kunden, die dann eben daran Interesse haben, eben auch ihre CTs von der Ferne aus durchführen zu lassen, haben wir natürlich diese Rechtsgutachten, wie man es ausgestalten muss, technisch als auch personell, dass man in der Lage ist, es zu tun. Und ja, es ist möglich, aber man muss eben gewisse Dinge beachten. Und da muss man auch ganz sicherstellen, dass die eben auch eingehalten werden. Das ist ganz wichtig, was ich Das anfänglich heißt, es gesagt gibt da habe. definitiv schon einen Plan. Also die Zukunft, das ist Auf jeden keine Fall, auf jeden wirkliche Fall. Zukunftsmusik Nein, das mehr, ist sondern das keine. ist definitiv etwas, was in Zukunft passieren wird. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das rechtlich zulässig ist, was ja auf der Hand liegt aufgrund des Personalmangels. Nicht selten werden mittlerweile Notaufnahmen zugemacht oder Häuser abgemeldet, weil kein Personal vor Ort ist. Und da kommen wir dann nachher natürlich in die Situation, wo die Notfalldiagnostik still liegt und dann kann man den Patienten auch nicht mehr helfen. Also muss die Gesetzeslage da in irgendeiner Art und Weise nachjustieren und es gibt ja eine Ja. Lösung und man darf ja nicht vergessen, die MTR, die per Remote von zu Hause aus die CTs fährt, ist eine Fachkraft und macht alles, was sie vor Ort machen würde, außer quasi gegebenenfalls den Patienten lagern. Und alles andere wird durch die MTR ausgeführt. Das heißt, von daher spricht dem rein theoretisch überhaupt nichts entgegen. Also Ja, vor Ort sind ich würde. Ärzte, Pfleger und Kollegen, die das durchaus gelernt haben, nur dass wir ja auch die Untersuchungen, die Anwendung der Parameter und damit auch die Dosis von zu Hause aus steuern. Ja, absolut richtig, Dorina. Und ich würde sagen, es ist nicht so, dass sich das sozusagen entwickelt, sondern es ist heute schon möglich. Aber man muss eben die Grenzen genau eben kennen. Man muss eben wissen, dass man eben technisch in der Lage ist, auch die Dinge eben auch nachzuhalten. Und das ist was, wo wir uns auch ganz klar differenzieren mit unserer Lösung, dass wir immer auch sozusagen die Guidance geben, zu sagen, wie muss es denn gemacht werden, damit es medizinrechtlich eben auch konform ist. Jetzt gerade, wenn du das Thema CT ansprichst, da würde ich sagen, keiner der klassischen sozusagen Hersteller,
Wenn man fragen würde, gibt es dort Rechtsgutachten, zu sagen, ob das mit der Technologie von euch möglich ist, da würde ich ganz klar behaupten, da würde jeder abwinken und sagen, damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen, haben nichts zu tun. Das machen wir bei uns anders. Wir kümmern uns darum, dass das medizinrechtlich geprüft ist und dass wir die Technik so aufbauen und so handhaben, dass das eben medizinrechtlich eben dann auch konform ist. Aber das wird sich auch wieder immer weiterentwickeln. Wir werden da auch immer am Puls der Zeit eben bleiben. Fakt ist, und da bin ich mir ganz sicher, man wird um diese Lösung in Zukunft nicht mehr herumkommen. Genau, man muss miteinander sprechen, man muss kommunizieren, das bleibt nicht aus. Untereinander ist die Kommunikation gegeben. Während des Scannings hat man die ganze Zeit eine Verbindung zu den Radiologen, zu den Kollegen vor Ort, sodass bestimmte Fragen auch beantwortet werden können. Jetzt ist die Frage beziehungsweise die Nachfrage nach so einer Möglichkeit ja relativ groß, wie du schon sagst, auf beiden Seiten. Ist da in Zukunft etwas geplant, wo sich diese Unternehmen oder auch MTRs registrieren können, dass man diese Lösungen gegeneinander austauschen kann? Wie verläuft so eine Vermittlung? Angenommen, ich bin MTR, ich interessiere mich dafür, weiß aber nicht, wie ich an solche Aufträge rankomme. Gibt es da in Zukunft irgendwas, was da geplant ist? Ja, unbedingt, unbedingt. Bei RoClub ist nicht nur, dass wir eben diesen Connector gebaut haben, um eben erstmal die Fernsteuerung eben zu ermöglichen, was heute eben schon intern mit eigenem Personal eben möglich ist, innerhalb eines Verbundes, innerhalb eines Krankenhauses. Wir gehen aber noch einen deutlichen Schritt weiter. Es wird bei uns einen Marktplatz geben, wir nennen ihn jetzt Marktplatz, wo wir genau eben die Nachfrage und das Angebot eben zusammenbringen werden. Das heißt, da können diejenigen, die Geräte eben haben, ihre Geräte angeschlossen haben, und zusätzlichen Support benötigen, entweder stundenweise oder dass man jemand gleich einen ganzen Monat oder auch noch viel länger benötigt oder in Teilzeit, die können dort ihre Anfragen oder ihre Suchen eben stellen. Und auf der anderen Seite kann man sich dort als Freelancer-MTR oder als kleine MTR-Gesellschaft oder aber auch die Industriepartner selber, die ihre Applikationsspezialisten haben, auf diesem Marktplatz eben anbieten. Du kannst dann selber die Preise festlegen. Du kannst sagen, für welche Länder du tätig sein möchtest oder kannst, für welche Geräte, für welche Untersuchungstypen. Und somit kann dann tatsächlich ein Austausch stattfinden, sodass eben das gesamte Potenzial der MTRs, die vorhanden sind, auch viele, die vielleicht eine Familie gegründet haben, die eben nur in Teilzeit was machen wollen, ja, dass sie sich sozusagen, dass das wieder zu ihrem Leben passt. Und das ist auch was, wo ich eben sage, wie werden sich die Modelle verändern? Ich glaube, die Modelle für die MTRs werden sich ganz erheblich eben verändern, weil eben deutlich mehr Flexibilität gewinnen. Ich kann mir das um mein eigenes Leben bauen, so wie es für mich passt. Und da glaube ich, da werden wir einen wertvollen Beitrag eben zu leisten. Und das ist ja auch so, dass in unserer Geschäftsentwicklung oder einer Produktentwicklung sehr, sehr viele MTRs eben auch mitarbeiten, weil wir wollen eben, dass MTRs quasi das Produkt bauen für MTRs. Das ist ganz wichtig. Und Und genau die aus dem Grund. Nachfrage davon wird sicherlich relativ schnell steigen. Hast du eine Idee, wann ungefähr dieser Marktplatz auf den Markt kommt? Also ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Podcast die Zuhörer sagen, wo finde ich den? Ich habe gehört, der Marktplatz soll aufgemacht werden. Wo gibt's den? Wo finde ich den dann? Gibt es da eine extra Seite? Findet man die über RoClub? Wie läuft die Zusammenstellung so einer Seite? Und wann ist ungefähr geplant, dass das steht oder dass damit begonnen wird? Ja, genau. Also, das dauert nicht mehr lange. Ich darf es noch nicht verraten, sozusagen, wann der offizielle Launch ist, aber ich kann nur so viel verraten. Allzu lange dauert es nicht mehr. Dann wird es eben auch losgehen. Und genau, und dann wird dieser Marktplatz natürlich sukzessive dann eben auch Fahrt aufnehmen. Und ja, natürlich können sich interessierte MTRs heute jetzt schon sozusagen vorregistrieren beziehungsweise ihr Interesse anmelden. Wir nehmen die dann eben auf eine, wir nehmen die dann erstmal auf und informieren sie dann, wenn das alles soweit ist. Und wie du dir vorstellen kannst, habe ich natürlich schon unglaublich viele sozusagen Interessenten, die dort mitmachen wollen. Und das finde ich auch toll, weil ich glaube, es gibt eben eine Riesenmöglichkeit, jetzt eben einfach mitzugestalten, mitzumachen. Und worüber ich natürlich auch immer extrem happy bin, ist eben, wenn man einfach Anregungen kriegt, Tipps, was wäre noch wichtig, was würde euch eben als MTRs noch interessieren, was sollten wir noch mit bedenken. Ja, da sind wir total offen und freuen uns über jegliche Anregung. Ich finde es jetzt so faszinierend. Vor anderthalb Jahren, wie wir
das erste Mal darüber gesprochen haben, war der Anton Quinsten dabei, der ja in der Universitätsklinik Essen da mit seinem Team und Kollegen wirklich Vorreiter war. Und hat gesagt, naja, also er würde sich wünschen, dass es eines Tages mal eine App gibt, wo praktisch beide Seiten zusammenfinden. Der eine sagt, ich suche Leute, und der andere sagt, ja, ich habe Zeit, ich mache das. Und ich meine, knappes anderthalb Jahr später wird das umgesetzt. Also ich finde das wirklich faszinierend, und es zeigt auch, dass da wirklich Bedarf ist und wieder der Zug abfährt, ne? Ja, absolut, Stefan. Also ja, du hast den Anton Quinsten genannt. Die haben sehr, sehr viel Erfahrung im Remote Scanning und ja, ist auch einer, der auch die RoCLAP-Lösung gut kennt. Und ja, er weiß sicherlich auch um was für Möglichkeiten man sich da jetzt auftun in dem Bereich. Und ja, ich freue mich, wenn der Marktplatz eben soweit dann aktiv ist, weil dann erfolgt eben dieser gesamte Austausch hoffentlich. Also ich finde die Lösung auch sehr faszinierend und ich denke, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Ich kenne viele Kollegen, die auf die Arbeit am Patienten nicht verzichten wollen, einfach ich glaube, aus dem Gedanken heraus, nie was anderes gemacht zu haben. Man muss natürlich mit dieser Lösung lernen, loszulassen. Man muss lernen, den Leuten vor Ort zu vertrauen. Die Leute vor Ort müssen geschult werden und müssen die Lagerungstechniken können. Viele können diese Art von Loslassen noch nicht oder gar nicht, weil man den Patienten sieht. Man sieht, wie er atmet, wie er sich bewegt, wie der Zugang liegt, wie er gelagert ist, etc. Das hat alles einen großen Einfluss auf die Untersuchungsqualität. Dementsprechend wichtig ist es, dass die Leute vor Ort natürlich geschult werden. Dazu eine Frage noch. Wie läuft das mit den Leuten vor Ort? Wer ist dafür verantwortlich, diese zu schulen? Ist dafür auch der RoCLAP-Verbund oder oder ihr als Firma zuständig? Oder muss der Arbeitgeber vor Ort dafür sorgen, dass die Leute das können? Was sind das für Leute, die da vor Ort arbeiten dürfen? Darf das dann rein theoretisch jeder machen, der eine gewisse Schulung hat? Oder braucht der zwingend medizinische Vorkenntnisse, muss er das MR bedienen können? Im Notfall, wie ist so ein Ausfallkonzept, wenn dann irgendwas nicht funktioniert? Habt ihr da eventuell einen Plan oder kannst du dazu was sagen? Ja, und wer legt die Nadel, ne? Das ist die Ja, große Frage. ja. Also grundsätzlich ist es auch erstmal hier wieder ganz klar die Frage stellen, man muss das eben wieder abschichten für die unterschiedlichen Modalitäten. Das ist unterschiedlich beim R, wie beim CT und wie bei allen anderen Geräten oder medizintechnischen Geräten auch. Grundsätzlich ist es erstmal so, wenn wir ein Onboarding machen von neuen Kunden, die ihre Geräte anbinden an die Fernsteuerungsplattform, geben wir einen Muster sozusagen SOP vor. Das heißt also einen Prozessablauf zu sagen, was sind Verantwortlichkeiten, die vor Ort zur Verfügung stehen müssen und was sind die Verantwortlichkeiten von jemand, der von der Ferne aus zugreift. Grundsätzlich ist es dann so, die einzelnen Elemente der Schulung, der einzelnen Elemente, das obliegt dann schon noch den einzelnen Häusern. Nichtsdestotrotz arbeiten wir eben auch mit Kooperationspartnern zusammen, die in der Lage sind, dann eben genau solche Schulungen auch anzubieten für Kunden, die sagen, Mensch, ich muss jetzt mal die können Patientenmanager heißen, die können Local Operators heißen. Da gibt es unterschiedliche Namen von denjenigen, die vor Ort sind. Und da gibt es eben auch Kurse mittlerweile, die speziell dafür designt worden sind, um genau solche Schulungen eben durchzuführen für die unterschiedlichsten Modalitäten, um genau die Sachen eben zu schulen, die man benötigt, um eine sichere und qualitativ hochwertige eben Patientenbetreuung vor Ort eben auch sicherzustellen. Aber das würdest Wir du auch schon empfehlen, oder? Also als jemand, der quasi die App zur Verfügung stellt und sagt, damit werden Patienten behandelt, würdest du empfehlen, dass die Leute vor Ort schon eine gewisse Schulung haben, damit das funktioniert? Ach, ich glaube, das ist immer wichtig. Es ist natürlich so ein bisschen abhängig von der Größe der Kunden. Es gibt sehr große Kunden, sehr, sehr große Kunden, die viel Kapazität, viel Schulungskapazität auch in-house haben, die selber viel an Schulungen gearbeitet haben. Die können das auch selber bewerkstelligen. Kleinere Einheiten, die sind natürlich immer dankbar für jeglichen Support, den man denen an die Hand gibt. Und heute sind die Schulungen ja so smart gemacht schon und die auch recht zügig eben zu durchlaufen sind. Und da würde ich jedes Mal auch empfehlen, dass man so eine Schulung auch durchläuft. Das gibt denjenigen vor Ort eben auch mehr Sicherheit, was eben gemacht wird. Und ja,
Und ja, das ist alles, was heute eben machbar ist, gut machbar ist, auch in kürzester Zeit. Vielleicht noch jetzt zum Abschluss so eine Verständnisfrage. Wenn ich heute als Kunde zu dir komme und sage, okay, ich möchte die Lösung mit euch umsetzen, wie lange dauert es, bis dann dieses Prozedere abgeschlossen ist und man dort remote arbeiten kann? Wenn der das Gerät installiert hat, eingeschult ist, alle rechtlichen Papiere unterschrieben hat, reden wir da von Monaten oder wie lange dauert es, bis so ein Betreiber mit euch arbeiten kann, mit dem System arbeiten kann? Genau, also grundsätzlich ist es erstmal so, wenn Kapazitäten eben auch vorhanden sind, wo wir sagen, wir können jetzt eben auch die Kunden anbinden, von der Versendung, dadurch, dass es wirklich Plug and Play funktioniert. Wir sprechen hier von wenigen Tagen in der Regel. Ja? Also du musst dir vorstellen, diese Box, die du bekommst, die kriegst du zugesendet. Du kriegst nochmal eine Anforderung an technische Requirements. Das sind ganz einfache Dinge, die eben noch vorgesehen werden müssen vor Ort. Und dann kannst du diese Box konnektieren. Aber es ist ja eben nicht nur die Technologie, sondern es sind eben diese zwei Bausteine. Es ist einmal eben das Technische, was sehr einfach ist, was schnell geht, was innerhalb ja weniger Tage, wenn ein Kunde anruft und wir die Kapazitäten haben, weil wir eben sehr, sehr viele Onboardings jetzt gerade begleiten. Wenn der Slot da ist, dann geht es innerhalb von wenigen Tagen. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, das Personal und die medizintechnischen Experten auch hinter sich zu bringen. Da geht es eben so, dass wir dort eben so Onboarding-Calls ausmachen, wo eben MTAs von unserer Seite mit den MTAs von vor Ort eben sprechen, zu sagen, wie will man es einsetzen. Dann eben diese SOPs besprechen, zu sagen, wer macht was vor Ort, wer macht was remote. Diese Schulung, die dauert halt in ein paar Tage, bis man die eben wirklich in Fleisch und Blut übernommen hat. Und dann würde man sich eben vorsichtig eben rantasten, würde eben mit einer Untersuchung beginnen und dann geht es immer weiter. Und das wird eben dann von unserer Seite eben auch kontinuierlich mit begleitet, bis man dann in der Lage ist, eben vollständig die komplette Routine auch sogar in so einem Bereich abzubilden. Aber hin zu deiner Frage erstmal, wir sprechen hier eher von Tagen als von Wochen oder von Monaten. Also das ist auch das Schöne eben. Und das war eben eine der ganz wichtigen Kriterien für uns, das Unternehmen zu gründen, dass es eben einfach ist und dass es schnell möglich ist. Ohne dass du jetzt wirklich Betriebsgeheimnisse verrätst. In unserer ersten Folge waren rund 35, 40 Installationen deutschlandweit. Kannst du es abschätzen oder weißt du, wie viele Institutionen, Praxen, wie viele Betreiber arbeiten heute ungefähr remote in Deutschland? Das kann ich mit absoluter Sicherheit nicht sagen. Was ich allerdings sagen kann, und das sehe ich eben anhand der Nachfrage, dass ich ziemlich überzeugt bin, dass sich innerhalb der nächsten 24 Monate in diesen Kernmärkten, wo jetzt Deutschland dazu gehört oder auch die Schweiz dazu gehört, dass sich dort in den nächsten 24 Monaten wahrscheinlich das Gros der Betreiber so eine Lösung annimmt, weil eben der Druck auf der MTR-Seite so enorm hoch ist. Es sind ja zwei Bewegungen. Die eine Bewegung ist eben, dass ein unglaublicher Bedarf ist, weil eben der Mangel so groß ist am medizintechnischen Personal. Aber auf der anderen Seite entsteht ja auch der Druck, dass immer mehr MTRs wissen, dass man auch von Remote arbeiten kann und das dann auch aktiv einfordern bei den Arbeitgebern, zu sagen, pass auf, ich möchte mir mein Leben auch gewissermaßen auch einteilen können. Und das sind eben diese zwei Bewegungen, die enorm dazu beitragen, dass es dort zu einer höheren Marktdurchdringung kommt. Aber die Zahl ist, wenn du mich fragst, die ist erheblich höher natürlich. Jetzt schon in Deutschland, aber die genaue Zahl kann ich dir nicht nennen. Ich kann dir nur sozusagen sagen, was die Nachfrage ist und die spiegelt ja so wider, was jetzt zukünftig passieren wird. Und da komme ich eben zu diesen Aussagen, dass dort in den nächsten 24 Monaten eigentlich, dass der erhebliche Teil sozusagen mit diesen Lösungen eben arbeiten wird. Also das ist eigentlich, ja, es war ja recht spannend, gehört ja zur älteren Generation, wie das Handy gekommen ist, hat jeder gesagt, naja, wer wird schon mit einem Telefon herumlaufen? Und ich glaube, es hat keine 5 Jahre gedauert, bis also die Durchdringung so war, dass also fast jeder ein Handy gehabt hat. Und ähnlich ist es ja jetzt eigentlich in dem Sektor auch, ne? Vor Unbedingt, anderthalb unbedingt. Jahren. Vor anderthalb Jahren noch so, naja, wer wird das brauchen? Und du erzählst, in 2 Jahren wird es im Prinzip jeder haben, ne?
Ja, also ich sage mal, die Durchdringung wird insbesondere auch dadurch sozusagen, wird auch zustande kommen, weil die MTRs dann eben auch das auch mit einfordern bei ihren Arbeitgebern und sagen, pass auf, wir wollen auch Möglichkeiten haben, hybrid zu arbeiten. Und es ist ja auch faktisch möglich, das zu tun. Und warum soll man es dann nicht tun, wenn es auch die Lebensqualität des Einzelnen eben steigert und eben keine Kompromisse in Qualität nach sich zieht, sondern ganz im Gegenteil, eben noch zu mehr Ruhe führt, zu vielen positiven Kollateraleffekten. Und deshalb glaube ich halt, dass umso mehr von der MTR-Seite das Thema auch gefordert wird, umso schneller wird die Durchdringung noch sein, die sowieso schon schnell genug in einem rasanten Tempo aktuell läuft. Nicht? Ja, und ich glaube, es ist auch ähnlich wie in anderen Berufen, wenn du heute Arbeitssuchender bist und du schaust dir die Sachen an, wie viele werben nicht von Beginn aus, dass sie sagen, und wir bieten auch einen gewissen Anteil oder so und so viel an ans Homeoffice an. Also etwas, was man vor der Pandemie eher selten gehabt hat, wird jetzt direkt als Goodie angeboten, dass man sagt, hey, du kannst das bei uns auch machen, um auch die Leute zu ködern. Und wahrscheinlich hast du recht, wird es in Zukunft auch so sein. Im Rahmen eines Vorstellungsgespräches wird wahrscheinlich nachgefragt, ne? Was bietest du für Remote-Lösungen an? Ja, und du siehst es ja sozusagen an unserem eigenen Unternehmen. Wir selber sozusagen proklamieren ja, dass wir eine Remote-First-Company sind. Was bedeutet Remote-First-Company? Unsere Mitarbeiter können arbeiten, von wo sie wollen. So, und wir auch als junges, neues Unternehmen, wir haben Mitarbeiter aus verschiedensten Ländern der Welt, bis hin zu Australien und verschiedensten europäischen Ländern, weil es uns nicht mehr darum geht, dass jemand zwingend vor Ort irgendwie sitzen muss, sondern es geht uns um die Expertise. Es geht uns um jemand, der hochmotiviert ist, der Lust hat. Und jemand, der hochmotiviert ist und seine eigene Arbeitsumgebung hat und sich das in sein Leben einteilt, der hat auch eine deutlich höhere Produktivität und hat auch Lust und Spaß an den Sachen mitzuarbeiten. Und deshalb glaube ich halt, dass auch in dem Bereich, im MTR-Bereich, ist zu einer deutlichen Steigerung sozusagen der Zufriedenheit kommen wird, wenn das eben besser in das Leben einpassbar ist. Und ja, wir werden sehen. Wir können gerne Stefan noch mal in 2 Jahren auch dann gemeinsam wieder sprechen und den Follow-up machen. Aber ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt, dass das ein Tool ist, was sowohl auf der Betreiberseite als auch auf der MTR-Seite das Thema der bildgebenden Diagnostik und weit darüber hinaus maßgeblich verändern wird. Schönes Schlusswort. Ja, wollte ich gerade sagen, das war jetzt das perfekte Schlusswort. André, recht, recht herzlichen Dank, dass du uns heute so einen schönen Einblick gegeben hast in diese neue, faszinierende Welt von dem Remote-Scannen und lade dich heute schon zu einer Folge in, naja, lassen wir es nicht 2 Jahre werden, in 1,5 Jahren wieder ein, dass wir dann unsere Folge 3.0 machen und schauen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat. Recht herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ganz herzlichen Dank euch für eure Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank, André. Ja, Dorena, war ein sehr interessanter und spannender Gast, den du da heute eingeladen hast. Ich meine, wir haben es heute eh schon mehrmals erwähnt. Das Thema ist aktueller denn je und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich glaube es auch, dass es ein wichtiger und fester Bestandteil sein wird in Zukunft für uns Radiologietechnologen und MTRs. Und ja, lassen wir uns überraschen. Ich bin froh, dass ich den André einfangen konnte. Remote MTR ist die Zukunft. Der Beruf der MTR wird sich verändern. Ich denke, das ist etwas, wo sich jeder mehr oder weniger schon mit befassen könnte, der in irgendeiner Art und Weise technisch versiert ist, der vielleicht Lust hat, sich zu verändern, der Lust hat, ein wenig was anderes nebenbei zu machen. Und wenn der Marktplatz erstmal auf dem Markt ist, wie man so schön sagt, gibt es halt auch die Möglichkeiten, sich Arbeitgeber zu suchen, die Hilfe benötigen. Und bis dahin werde ich zum Beispiel einfach versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten für gegebenenfalls freie Stellen, wenn ich was höre, oder halt über das Internet, über unsere Gruppe Remote MTR. Und ihr seid da herzlich eingeladen, dabei zu sein und auf diesen Zug aufzuspringen und der Zukunft entgegenzufahren. Ja, liebe Zuhörer, die Dorena hat es gerade gesagt. Also es gibt eine neue Facebook-Gruppe von ihr ins Leben gerufen, Remote MTR. Wer Interesse hat, werdet Mitglied. Ihr kriegt
Informationen über die Turiner wirklich aus erster Hand. Ja, also wer ist näher am Puls der Zeit in Bezug auf MR? Das ist sicher kein anderer als die Turiner. Ihnen allen ein recht herzliches Dankeschön, dass Sie uns wieder zugehört haben heute. Wenn Sie noch Informationen haben möchten oder den Link zum RockLab suchen, dann schauen Sie bitte auf unsere Homepages, wie immer bei der Turiner unter www.turiner-petersen.de zu finden oder auch auf meiner Homepage unter www.stefan-geisbichler.at. Wenn Ihnen unsere Podcasts gefallen, dann machen Sie doch ein Abo dort, wo Sie ihn gerade hören. Oder wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie auf Facebook unter die Faszination der Radiologie Mitglied werden. Auch dort versorgen wir Sie natürlich wie immer über Neuigkeiten, wenn ein neuer Podcast herauskommt. Recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis bald. Sie hörten den Podcast Die Faszination der Radiologie von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.